Hi, Gudewi, ich bin der Sebastian und heute machen wir Shawarma. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran und schaut's euch an. Auf geht's! Dann kommen wir heute zur ersten Übersicht. Da haben wir einmal die 6 entbeinten Hähnchenschenkel, 600 Gramm Joghurt, 80 Milliliter Olivenöl, 3 Zehen Knoblauch, eine Zitrone. Dann haben wir an Gewürzen 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Pfeffer, 2 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Chiliflocken, 1 Esslöffel Zwiebelpulver, 1 Esslöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Zimt und wie immer ein Bierchen für den Grillmeister. Und dann fangen wir an. Als erstes müssen wir uns um unsere Hähnchenkeulen kümmern. Da habe ich 6 Hähnchenschenkel, die schon entbeint sind. Wenn wir noch die Haut abziehen, werden sie zuschneiden und zur Seite stellen. Danach werden wir unsere Marinade richten, unsere Hähnchenschenkel dann einlegen und gut 2 Stunden ziehen lassen. Fangen wir als erstes an und ziehen die Haut ab. So, nun haben wir hier unsere 6 Hähnchenschenkel von Haut und Fett befreit und dann kommen wir als nächstes zur Marinade. Nachdem wir unsere Hähnchen enthäutet haben und zur Seite gelegt haben, kümmern wir uns nun um die Marinade. Da brauchen wir als erstes türkischen Joghurt, da habe ich ca. 500 Gramm Olivenöl. Dann haben wir hier unser Salz, Zimt, Zwiebelpulver und Kreuzkümmel. Und unseren Pfeffer, Paprikapulver und Chiliflocken. Nun reiben wir unsere 3 Knoblauchzehen drüber und die Zeste von einer Zitrone. Zusätzlich geben wir noch den Saft einer halben Zitrone dazu. Und dann vermengen wir alles. Dann sind wir mit unserer Marinade fertig. Dann schneiden wir nun unser Hühnchen in Stücke. Wir gucken nochmal, dass auch keine Knochen mehr drin sind oder irgendwo noch ein Rest. Dann schneiden wir sie schön in Stücke, dass wir sie gleich schön marinieren können. So in so große Stücke. Ich denke, das lässt sich ganz gut spießen. Nachdem wir unsere Hähnchenschenkel in schöne Stücke geschnitten haben, wandern sie nun in die Marinade. Nachdem wir unser Hähnchen jetzt in der Marinade haben, werden wir das Ganze jetzt für 2 Stunden nochmal in den Kühlschrank stellen und anschließend aufspießen. Also, bis gleich. Zack, Zeitreise, Freunde. Es sind jetzt 2 Stunden um, das Fleisch hat gut mariniert und jetzt kommen wir erstmal zur zweiten Übersicht und zwar zu allem anderen, was in das Shawarma reinkommt, bis auf das Fleisch. Dann haben wir hier noch für unser Shawarma arabisches Fladenbrot, Salat, Petersilie, Mayonnaise, 2 Zehen Knoblauch, eine halbe Zitrone, Tomaten, Peperonis und noch ein Bierchen für den Grillmeister. Dann kommen wir nun zu unseren Sachen, die in das Shawarma reinkommen, bis aufs Fleisch. Und da haben wir hier die Petersilie, die werden wir jetzt schön hacken. Und den Salat werden wir schneiden. Zuerst schneiden wir den Salat einmal in der Mitte durch und dann in schönen Querstreifen. Das sieht immer gut aus. Da werden wir auch die Blätter leicht abzupfen und dann klein schneiden. So, die Petersilie haben wir nun auch klein gehackt und dann kommen wir zu den Tomaten. Dann schneiden wir mal unsere Tomate. Mit unseren Tomaten sind wir nun auch durch und wie viel Salat und wie viel Tomaten ihr im Endeffekt wirklich braucht für einen Shawarma, das kommt ganz auf euch drauf an, wie viel ihr drauf machen wollt. Ich habe jetzt ein bisschen mehr gemacht für bestimmt 4 bis 5 oder 6 Shawarmas. Wir werden aber erstmal nur eins machen. Dann kommen wir noch zu unserer Mayonnaise und zwar kommt da Zitronensaft rein und dann pressen wir noch 2 Zehen Knoblauch rein. Ich habe es jetzt jeweils halbiert, weil sie relativ groß sind. Aber so eine Soße für einen Shawarma kann ruhig schon ordentlich Knoblauch vertragen. Deswegen habe ich 2 große Zehen genommen. Die lassen sich auch super gut durch die Reibe drücken. So, dann rühren wir noch unsere Mayonnaise um. Und fertig ist unsere Soße für das Shawarma.
Unsere Peperonis schneiden wir auch noch schön in Stücke. So, mit unserer Füllung sind wir nun durch. Alles, was wir für das Shawarma brauchen, an sich, bis auf das Fleisch. Das werden wir jetzt noch aufspießen. Und dann geht's endlich an den Grill. Also, jetzt Fleisch aufspießen. So werden wir nun die Spieße alle aufspießen und wenn ich aufgespießt habe, hole ich euch wieder dazu. So, unsere Spieße haben wir nun fertig aufgespießt. Es sind 4 Stück geworden und dann gehen wir rüber an den Grill. Am Grill angekommen sehen wir, die Kohle glüht schon richtig schön. Wir haben heute wieder die Greek Fire. Wie gesagt, die brennen richtig gut. Die waren innerhalb von 15 Minuten durchgeglüht. Die werden wir uns nun schön verteilen, so wie wir sie brauchen für unsere Spieße. Dann machen wir jetzt noch den Deckel drauf und lassen erst noch mal den Grill aufheizen. Zurück am Grill. Der Grill ist nun heiß und dann werden wir mal unseren Spieß drauf werfen, unseren ersten. Dann drehen wir mal unseren Spieß. So, Dalle, dann schauen wir mal. Ich habe es eben gerade schon mal zwischendurch gedreht gehabt. Das Fleisch ist nun gut. Und dann können wir rüber und das Shawarma zusammenbauen. Dann schneiden wir uns nun das Fleisch vom Spieß. Dann haben wir hier unser arabisches Fladenbrot. Da kommt dann von unserer Mayonnaise drauf. Von unserem Shawarma-Fleisch. Dann ein wenig Salat. Salat for the girls. Ein bisschen Petersilie. Ein paar Tomätchen noch. Und ein bisschen Chili. Das Ganze schlagen wir nun zusammen. Dann legen wir das Ganze noch mal kurz auf den Grill. Das Ganze kommt dann noch mal indirekt hier neben in den Grill reingelegt. Da warten wir noch mal 2-3 Minuten ab. Und dann ist das Brot richtig schön knusprig. Und dann schneiden wir an und dann können wir verköstigen. Dann holen wir mal unser Shawarma runter. Heiß, 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 heiß. Dann schneiden wir unser Shawarma mal an. Und lecker. So sieht's aus. Und dann werden wir gleich probieren. Kommen wir mal zum Probieren. Unserem selbstgemachten Shawarma. Schmeckt echt klasse. Die Knoblauchsoße kommt richtig gut rüber, beziehungsweise unsere Knoblauch-Mayo. Das Fleisch, absolut gut abgewürzt. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, die genauen Angaben der Gewürze schreibe ich euch nochmal unten in die Infobox rein. Da könnt ihr nochmal gucken. Der Salat bringt nochmal so ein bisschen Frische mit den Tomaten dabei und die Chilis nochmal so ein bisschen an Schärfe, beziehungsweise die Peperonis. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hoffe, ihr gebt mir einen netten Daumen nach oben, einen tollen Kommentar. Drückt die Glocke und ein Abo und alles andere noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich grille. Und bis dahin, macht's gut. Servus, euer Sebastian.